Hallo und willkommen zurück zu Shininjas Let's Plays und Ni no Kuni 2. Wir sind mit der Story durch und sind jetzt im Endgame des Spiels und ich will nur noch ein paar kleinere Tipps geben, damit ihr besser zurechtkommt. Okay, ich wollte gerade noch gucken, irgendwas habe ich doch gerade bekommen. Ach, da ist es, okay. Und zwar haben wir im Late Game ja dann endlich Zugriff auf die komplette Karte, haben das Luftschiff und das Boot. Und mit Level ungefähr 55 bis 60 macht ihr ja dann hier den Kern des Bösen, wo ihr dann zum Endboss gehen könnt. So, das eigentliche Spiel geht aber noch viel weiter. Und zwar habt ihr im Hauptmenü unter einmal nach des Wissens findet ihr zum einen die besessenen Monster. Zum anderen Gnuffis tauchen auf, nachdem ihr den Endboss besiegt habt. Den könnt ihr besiegen mit Level 60, 65. Auch wenn der seine Form 68 ist und seine finale Form dann 72. Aber das ist der finale Kampf ist relativ leicht, dadurch, dass Remy euch ständig Kugeln zuwirft. Genau. Und danach habt ihr dann erst die Möglichkeit, euer Königreich zu vervollständigen. Das kann ich jetzt ja auch mal zeigen. Um es auf Level 4 zu bringen und weitere Ressourcen zu bekommen, da ihr die Ressourcenquellen danach dann wieder upgraden könnt. Und weitere Forschung machen könnt, wie zum Beispiel in den beiden hier Rüstung und Waffen auf Level 9 und 10 bringen, beziehungsweise auf Accessoires und Fernkampfwaffen. Genau. Jetzt bin ich auch schon wieder bei Max Geld. Oder Kronen besser gesagt. So, aber ich wollte kurz hier wieder reingehen. So, das heißt, es gibt im Spiel dann im Late Game noch drei Dinge zu tun. Das sind einmal alle besessenen Monster zu besiegen, um das Buch hier zu vervollständigen, alle Gnuffis einsammeln und den Traum-Dungeon noch fertig zu machen. Da habt ihr ja alle 9 wahrscheinlich schon gemacht. Den 10. könnt ihr auch schon vorm Endboss machen. Der ist aber relativ schwer. Ich habe mich da auch ein paar Mal reingetraut, aber man kann ja jederzeit wieder rausgehen. Ich habe mir dann Equipment reingemacht, was dann höhere Chance hat, Rüstungen zu droppen und habe dann gehofft, dass ich ein paar bessere Sachen finde. Aber selbst auf Gefahrenzone 1 ab Ebene 10 und höher wird es halt ultra schwer. Alle 10 Ebenen umso schwerer. Aber es sind nur 30, was ich am Anfang nicht wusste. Ich dachte erst, das ist endlos. Egal, die normalen Monster gehen bis Level 50. Frage mich, warum die 50 hier nicht steht. Und sobald ihr die ersten 50 besiegt habt, kommen weitere. Achso, hier rechts, links steht auch 50 und rechts ist das Level. Ich habe jetzt gerade aufs Level geachtet. Genau, und zwar Smoke war der, der ganz oben auf der Insel war. Auf den Solitärinseln heißen die, glaube ich. Wenn man den aber besiegt hat, und das war auch noch relativ gut machbar, wenn man ein bisschen trainiert hat, dann kommen weitere und das sind diese 10, die jetzt dazugekommen sind und die starten schon bei Level 71 oder so. Und da wird es jetzt schwierig, denn leveln tut man in dem Spiel relativ schlecht, muss ich sagen. Ich hatte, also das Beste, was ihr machen könnt, wäre den Kampf-Equalizer hier an dieser Stelle oben links nach links zu packen, also kein Gold und auch keine seltenen Items. Das dann würde ich euch empfehlen, in eurer Stadt, wenn ihr die Forschung hier vollendet habt, könnt ihr nämlich bei Accessoires hier die edle Glückskette holen. Die braucht auch gar nicht so viele krasse Items. Die kriegt ihr auch alle bei den... Okay, ein paar davon sind im Fernwehraum, aber die meisten gibt es auch in irgendwelchen Rohstoffquellen in der Stadt, beziehungsweise auch in dem Auftragsexpress. Genau, und dann kann es eigentlich losgehen mit Leveln. Doch die Frage ist, wie? Man könnte in den Fernwehraum gehen, aber ich habe das Gefühl gehabt, gut, da hatte ich noch nicht die Armbänder drin, mit den EP plus 3. Bei allen drei Charakteren ist das EP plus 9, was auch immer das bedeutet. Aber ich habe dort gegen Gegner gekämpft, die 20, 30 Level über meinem Level sind. Und davon habe ich bestimmt 20, 30 besiegt und habe ein Level bekommen. Also das hat sehr, sehr langsam gedauert. Im Internet habe ich gelesen, man könnte hier einfach den Endboss besiegen. Das dauert ca. 5 Minuten mit allen Cutscenes überspringen. Finde ich echt nervig.
Gerade auf einem, vor allem der hat das, der Typ, der das gemacht hat, war auf Level 94. Das heißt, er hat für den Endboss auch umso weniger lang gebraucht. Ich war jetzt Level 70, als ich es probiert hatte. Das andere, was ihr machen könnt, und dazu müsst ihr in der, müsst ihr auch alles erforscht haben, damit ihr den Zauber habt, Neuanfang, wäre die alten Bosse nochmal zu machen, die Wächter. Und dazu müsst ihr hier zu den Städten des Lebens reisen, Städte des Feuers. Die andere Stätte ist hier unten in den unendlichen Tiefen. Jetzt bin ich rausgegangen. In den unendlichen Tiefen, 3000 Meter Tiefe, dann noch eins runtergehen. Oder halt im Mechbaum oben, Stätte des Wissens. Dort könnt ihr alle Wächter der jeweiligen Völker besiegen. Und wo ich jetzt gerade 5 Level gemacht habe, in vielleicht auch nur, na gut, lass es 4 Level gewesen sein in 10 Minuten, war die Stätte des Lebens. Dort kämpft ihr gegen den Wächter von Katzbuckel. Das Coole an dem ist, der ist ultra schnell. Wenn ihr mindestens Level 50 plus seid, weil die Sta sind alle Level 50 aufwärts, dann habt ihr den in 3 Minuten tot. Oder weniger vielleicht sogar, weil man einfach nur draufkloppen kann. Der Wächter des Feuers und der des Wassers, die dauern länger, weil da muss man diese Spielchen machen mit den Wächter-Gnuffis sammeln, um irgendwas wie hier den Drachen vom Himmel zu holen oder ihn hier ranzulocken. Ja, und hier hatte ich bisher auch das Gefühl, dass das sehr schnell geht, deswegen wollte ich hier jetzt als nächstes weitermachen. Pro Kampf, den ihr damit erledigt, steigt das Level des Wächters um 5. Aber an sich ist das nicht schlimm. Kann man gut kompensieren. So, kurz auf die Schnappstelle drauf. Fähigkeit drauf. Wenn man noch mit Items nutzen würde, um Mana wieder aufzuladen, dann würde ich nicht draufschlagen. Dann ginge das noch schneller. Hey, da ist noch die Markierung. So, aber der Kampf hat jetzt keine 30 Sekunden gedauert. Und ist schon vorbei. Einfach alle Cutscenes überspringen. Kennt ihr ja schon. Und es gibt jedes Mal irgendein Item. Ich glaube, die werden auch besser. Aber ich hatte auch schon bei dem anderen welche bekommen, die sind schlechter. Oder nee, die gleichen nochmal, würde ich sagen. So. So, 65er Koloss. Ja, und so müsste es ungefähr zwei Wächter sein, die man bekämpft. Und man hat mindestens ein Level. Na, wobei, jetzt gibt es nur noch 30%. Ich glaube, bei dem Endboss waren es 50%. Das ist trotzdem, auch wenn es nervig aussieht, das ist trotzdem die schnellste Methode, hier überhaupt Progress zu machen. Wie gesagt, als ich eben angefangen hatte, war ich Level 70 ungefähr. Oh, der ist sogar lila. Und wenn ihr noch nicht Level 70 seid, so wie ich, der ist selbst mit Level 50, 60 noch nicht schwer. Vorausgesetzt, man hat ein bisschen gute Equipment, aber sobald man durchgespielt hat. Oh, Mist hinten. Das dauert länger. Sobald man durchgespielt hat und die Upgrades für die jeweilige Werkstatt hat, Waffenwerkstatt in dem Sinne, kann man sich auch die Endgame-Waffen bauen. Man muss sie nicht unbedingt erst finden. Aber die allerbesten Waffen, wir dürfen auch immer den Erz, dass man nur in den Höhlen kriegt. So, ich habe jetzt keine Fähigkeit benutzt und trotzdem relativ schnell, bevor er aus dieser Phase rausgekommen ist. Drüben auf der anderen Seite habe ich locker bis Level 80 den Wächter machen können. Und dann habe ich nur abgebrochen, A, weil ich jetzt dieses Video dann gestartet habe und B, weil es länger gedauert hätte, aber nicht, weil ich keine Chance mehr gehabt hätte. Ich frage mich überhaupt, wie weit das geht. Vielleicht bis 100? Vielleicht endlos? Er hat natürlich immer mehr Leben, aber so richtig weiß ich nicht.
ist kein Problem. Irgendwie. Die geballten Attacken von allen Charakteren. Ah, ist ja gerade aus der Phase rausgekommen. Ach, und ich hatte nicht mal meinen Kampf-Equalizer drin für diesen Boss. Fällt mir gerade ein. Oh, aber Techno-Stiefel sind ziemlich gut, glaube ich. Das waren, glaube ich, die aktuellen Stiefel. Ja. Aber gut, ich habe schon bessere. Aber gut, ich habe auch schon welche richtig gecraftet und habe den Traum-Dungeon jetzt auch schon fertig. Genau. Gut, aber jetzt bin ich mit allen Charakteren fast 80 und jetzt kann ich mich auch wieder dran wagen, die nächsten besessenen Monster zu machen, die ja irgendwo Mitte 70 sind. Ja, dann erstmal danke fürs Zuschauen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann fragt doch einfach. Ich beantworte die euch gerne oder mache gegebenenfalls noch ein weiteres Video. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Tschüss!